Maß im zweiten Benz kommt aus technischen Gründen nicht mit. Aber dann probiert Stuck es auf der langen Startgeraden. Er dreht voll auf und ist innen durch. Jetzt gibt es kein Halten mehr für Stuck. Der Regenspezialist fährt auf und davon. Wenn das so weit käme, was wir wirklich nicht hoffen wollen, obwohl jetzt viele Wischer in Betrieb sind, dann würde nach Rücksprache mit den Sportkommissaren der Rennleiter irgendwann die rote Fahne zeigen. Das hieße Unterbrechung. Den Teams wird Gelegenheit gegeben, auf Regenreifen zu wechseln. Aber Gott sei Dank sind wir da im Moment noch weit entfernt, wenn auch Regenschirme schon wieder aufgespannt sind. Es muss schon tropfnass sein, um diese Situation herbeizuführen. Sie möge uns erspart bleiben. Ja, ich glaube nicht, dass der Rennleiter im Moment Regen. Schlesser ganz innen und außen fährt Jochen Maas zur Spitze. Jochen Maas schon auf Platz 2. Der Mercedes ist gut dabei. Aber Jochen Maas fährt nicht lange. Nach einem spektakulären Dreher, der ihm hohe Kürnoten einbringt, stellt Jochen Maas den sauber Mercedes an der Box ab. Aus für Jochen Maas. Und der Veranstalter hat sie im Nachhinein aus der Wertung genommen und so war ich dann letztendlich doch noch Meister. Es war auch eine Zitterpartie für mich, genauso wie für Schlesser, das jetzige Rennen im Moment. Das bleibt es auch weiterhin, denn Schlesser ist nach wie da vor. Da gab es beinahe einen Zusammenstoß zwischen Hans-Joachim Stuck und einem C2. Ich konnte ihn leider nicht erkennen. Es kommt immer wieder vor, dass man nicht in den Rückspiegel schaut, wenn man selber viel zu tun hat. Und Stritzel möchte natürlich...